Viele Impfzentren in Bayern haben aktuell sehr wenig Zulauf. In Unterschleißheim, wo die Landtagsgrünen heute für einen Rundgang zu Gast waren, werden derzeit täglich rund 400 Impfdosen verabreicht. Möglich wären mehr als das Dreifache. Also mir ist ganz wichtig, auch wenn das jetzt nicht voll ausgelastet ist, keine Debatte zu führen, in diesem Jahr Impfzentren runterzufahren oder gar zu schließen. Ich bin fest überzeugt, wir werden die Impfzentren wahrscheinlich bis, sagen wir mal, März 2023 noch brauchen. Darüber hinaus sei eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren notwendig. Was die aktuelle Corona-Politik für Bayern betrifft, kritisieren die Grünen den Zickzack-Kurs der Staatsregierung. Klarer Appell an Markus Söder, sein ständiges Schwanken zwischen Team Vorsicht und Team Ich lockere alles hilft nicht gerade für eine Beständigkeit und eine Transparenz in den Maßnahmen. Und nach 2 Jahren sollte er doch jetzt endlich mal wissen, dass für eine Akzeptanz von Maßnahmen auch eine Nachvollziehbarkeit und eine Regelmäßigkeit vonnöten ist. Der Schutz der vulnerablen Gruppen und die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems seien weiter die wichtigsten Ziele während der Pandemie, so Schulze. In der Debatte um eine mögliche Impfpflicht wirbt der Chef der CSU-Landtagsfraktion für eine klare Haltung. Deswegen fordere ich die Bundesregierung auf, schlagen Sie bezüglich der Impfpflicht ein Gesetzentwurf vor, damit man darüber diskutieren, ihn gegebenenfalls verändern und entscheiden kann. Man kann sich hier nicht drücken. Im Zusammenhang mit einer Impfpflicht sei laut Kreuzer auch ein Impfregister notwendig. Dieses hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach zuletzt abgelehnt. Da ist ja zunächst die Feststellung notwendig, ist nicht geimpft oder ist geimpft, um dann ihn aufzufordern, sich impfen zu lassen. Also was Lauterbach hier vorträgt, scheint mir nicht ganz schlüssig und logisch zu sein. Corona-Lockerungen für Bayern seien indes für die kommende Woche zu erwarten. Vorausgesetzt, das aktuelle Infektionsgeschehen mit der Omikron-Variante bleibe auf einem stabilen Niveau. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband warnt davor, die für dieses Jahr geplanten Messen erneut abzusagen. Gerade der Städtetourismus hänge von den Kongressen und Tagungen enorm ab, so der Landesgeschäftsführer des DEHOGA Bayern, Thomas Geppert. Das kann jetzt wirklich gegen Ende der Pandemie zu einem Überlebenskampf vieler Betriebe, gerade in den größeren Städten, werden. Von daher müssen zwingend die Wirtschaftshilfen angepasst werden. Andernfalls drohe dieser vor allem für die Städte wichtige Wirtschaftsfaktor wegzubrechen, so Geppert.